Ja, Leute, ich habe gerade eben meine Tastatur zerbrochen. Ja! Oh, fuck! Lauf, lauf, Power Rangers! Ja, so dreckig zu lachen. Hey, Kinders! Willkommen zu einer weiteren Runde. LOL. Ich kann hier gerade irgendwelche Kisten aufmachen und ich mache jetzt mal irgendwelche Kisten auf. Passt mal auf, Alter. Mein erstes League of Legends Case Opening. Easy AWP Dragon Lore. Komm schon! Achso, man muss erst auf Open drücken. Okay, gut, gut. Das ist kompliziert. Los geht's! Ach Gott, der Schlüssel ist reingeschossen. Ich hab einen Dinosaurier bekommen. Ja, ja, geil, Mann. Ist da noch was drin? 800 orangene Essenz. Leute, das hört da gar nicht mehr auf. So müssen die CSGO-Kisten aufgebaut sein. Mit Knife und Knife und noch ein Knife. Mecha Ward, Mecha Ward Skin Shard. Ja, es ist nicht mehr normal. You just opened a special chest with extra loot to try out the system. Okay, ich habe genug Essenz, um irgendwas sofort zu... Aber ich will erst die nächste Kiste öffnen. Verarsch mich mal nicht hier. Die wollten, dass ich mir irgendeinen Scheiß hole. Ne? Ja, ja. Los geht's! Wow! Diese Animation! Ich hab die Arsch gefunden! Ist sie jetzt nackt? Hab ich jetzt irgendwas ultra cooles von ihr? So, also ist das was Neues oder sieht die nicht immer so aus? Was habe ich noch von ihr bekommen? Komm schon, komm schon. Wow, The Garen! Den spiele ich doch gar nicht. Oh ja, Sherwood Forest Ash. Wir haben die Ash endlich im neuen Skin. 120 blaue Essenz. Das ist ja total krass. Sind das jetzt hier auch Skins? Also das ist jetzt auf jeden Fall ein Skin, soweit ich das sehen kann. Ne? Skin. Champion not owned. Wie, ich hab die Ash nicht? Gut, guck mal, ich kann ihn aufbrauchen Ding. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Ich kann sie aktivieren, aber nur für 7 Tage. Jetzt wird wieder übelst geglaubt und diesmal bin ich besser wie gestern im Stream. Leute, wir haben ja gestern im Livestream gespielt. Wo wart ihr eigentlich alle? Wisst ihr, jetzt haben alle geschrien, sie wollen LOL spielen. Und ratet mal, wie viele Leute dann reingeändert haben beim Bot, der die Mitspieler auszieht. Es waren genau 4. 4 Leute, die mitspielen wollten, konnten natürlich auch mitspielen, weil da so wenig da waren. So wie ihr geschrien habt nach dem 4-Game, dachte ich, okay, das sind mindestens so 10 Leute, die dann mitspielen wollen. Na gut. Wie kriegt man dieses hier, die Riot Points? Die muss man zwingend kaufen, kann man die nicht einfach so über Jahre hinweg einfach sammeln. So, und da sind wir auch schon in-game. Ich kaufe ganz geschwind ein. Ja, Leute, ich habe gerade eben meine Tastatur zerbrochen. Jetzt ist mir das Penübel abgebrochen. Ach, fick doch die Kacke, oder? Jetzt muss ich da irgendwie Knete hinkleben oder so Scheiß. Oh, das fuckt mich jetzt gerade voll ab. Warum geht denn der jetzt da unten hin? Ist das jetzt auf einmal die Top-Lane oder was? Also ich dachte, das hier ist top. Er quengelt jetzt rum, ne? Ja, dass wir zu dritt auf der Bot-Lane sind. Dabei haben vorhin 2 Leute geschrieben, dass sie top sind. Was für ein dummes Arschloch, oder? Geil, ich habe wieder nur einen einzigen Kill bekommen, ne? Gerade eben von diesen 3. Kann man hier denyen irgendwie, seine eigenen Creeps dann auch killen? Geht irgendwie. Dass der Gegner die halt nicht bekommt. Dass man dem Gegner praktisch den Kill klaut. Wir fetzt ja schon ein bisschen den Turm, geil. Boah, das nervt mich jetzt echt ultra, ne, mit der Tastatur. Die ist jetzt einfach, jetzt muss ich sie platt hinlegen. What? Er stunt mich einfach, hallo? Oder sie, oder es? Wo ist denn der Mate hin? Der war doch eben noch hier. Da gucke ich kurz nach meiner Tastatur, ne, und schon passiert Ungeahntes. Wir haben sogar schon ein Ding dabei. Was hat denn der da für komische Sachen um sich drumherum? Der hat irgendwelche Karten um sich fliegen. Jawohl. Au. Ja, so dreckig zu lachen. Ich bin auch schon Level 3. Bis nicht. Aber jetzt läuft's, Leute. Jetzt läuft's. Ich verrecke nicht die ganze Zeit und kann schön leveln. Das gefällt mir. Wow, was war denn das für ein Blubberkram? Ah, das ist von ihm, dieses. Deswegen ist auch der grüne Ding da außen rum. Alles klar. Habe ich im Griff, Bro. Brauchst dich nicht fürchten. Oh shit, warte mal kurz. Genau, ein Stück zurück. Es sind gerade voll viele da. Ich bash jetzt mal richtig rein, dass wir uns auch ein bisschen durchdrücken können. Mit den Mates. Mit den Versallen. Ich vergesse andauernd, wie die Viecher heißen. Creeps, Versallen, Minions. Ja, wieder den Kill nicht bekommen. Oh, wie ich es liebe. Jetzt ist der Turm gleich im Arsch, verstehst? Oh, er stunt mich. Und er lacht da. Was ein Pisser, ey. Oh, da kommen sie. Da! Er soll bloß weggehen. Guck mal, wer ihn vertreibt. Sehr schön, sehr schön. Ich level mich hier gemütlich hoch und er vertreibt die Schniedelwürste. Es ist immer entspannter, wenn ich dann schon ein bisschen höher bin vom Level her und dann auch mal die Viecher schneller killen kann und eher das Geld sammeln kann. Komm, wir müssen mit Turm noch ein bisschen Schaden. Oh, da kommen sie wieder angerannt, die Kleinen. Der Enemy hat einen Double Kill. Was geht da gerade ab auf der Mitte? Wieder kein Geld bekommen. Ich raste gleich aus. Oh. Scheiße. Los, kleine Creeps, haut rein. Mich hat voll gewundert, was so abgeht. Ey, Alter, komm her. Okay. Versteck dich mal, geh mal zurück oder so, bevor du verreckst. Der Pepe Dubelet. Pepe, ich brauche noch ein paar Kills, dann bin ich Level up. Auf, gönnen sie mir doch. Hallo? Bist du blöd? Nein! Nein! Ich wollte sie gerade mit meiner Dings dann, ne? Ich bin davon gekommen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Es war ultra knapp! Fick die Kacke! Ich wollte sie mit meiner R-Attacke stunnen, weil ich sie gerade geskillt hatte. Und auf einmal habe ich kein Mana oder was ich dafür auch immer brauche. Ich hole wieder die Teile hier und eben noch Tränke. Da habe ich mich aber ganz knapp nochmal aus der Affäre gezogen. Was geht hier ab? Okay. Die haben unseren Turm schon zu einem kleinen Stück down gemacht. Und da unten kommt auch schon der Bro.
der ihn jetzt von hinten ficken will. Ich komme von oben. Guck mal, er rennt ihm hinterher, obwohl er doch eindeutig unterlegen ist. Ba-ba-bam, ba-ba-bam. An enemy is unstoppable. Tja, das kann keiner bei uns sein, weil wir nämlich übelst reinhauen. Your turret has been destroyed. Was? Ach, kommt. Scheiße. Finde ich jetzt echt hart, dass unser Turret zerstört wird. Was? Ich bin tot? Hä? Hat mich der Turm gerade gefickt oder was? Ich stand da und wollte die Tussi gerade platt machen, aber auf einmal bin ich tot. Sag bloß, unsere Creeps fallen alle weg. Nee. Mir fehlt dafür noch so ein bisschen das Auge. Also für mich war es klar, dass da noch genug sind. Da sind noch ausreichend viele Creeps am Start. Naja, wir holen uns mal den Schuh der 1000 Tode. Ich höre immer nur so. Ich höre immer nur so. Scheiße, ich bin voll auf die Fresse, ne? Komm, dann gehe ich jetzt halt runter und guck mal kurz, ob ich da was klatschen kann. Lass mich dir ein bisschen helfen. Wen haben wir denn hier? Durch, Bitch. Das ist diese Troller, die mich vorhin killen wollte. Vielleicht kriege ich sie ja jetzt down. Ich glaube aber irgendwie nicht. Wir jagen sie gerade alle. Wir müssen die echt ein bisschen zurückdrängen. Shit, da kommt schon der nächste angerannt. Wow. Komm! Ja! Oh, fuck! Lauf, Power Rangers! Ich hab einen Kill. Ich weiß, es war nicht der Beste, aber ich hab einen Kill gemacht. Und ich hab den Turm erstmal gerettet. Aber da unten kommt schon der nächste angerannt. Oh, der Kerl ist ja fast down. Muss ich eigentlich direkt wieder hin, ne? So geht es ja nicht. Shit, die zerlegen oben aber gerade unseren Turm. Und da unten ist jetzt der nächste mit Full Life. Okay, ich gehe hoch und versuche den Turm noch ein bisschen hier aufrecht zu erhalten. Und vielleicht ihren weiter zu ficken, weil den haben wir schon fast bei der Hälfte. Wenn die sich alle gerade auf die Mitte konzentrieren und da den Ultra-Fight austragen, können sie das ruhig machen. Ich hätte mir noch Tränke mitnehmen sollen. Habe ich da jetzt drei Tränke? Was ist denn das hier? Ich hab doch drei Stück. Achso, ich kann ja gerade keinen gebrauchen. Das ist logisch. Es macht Sinn. Tja, dann destroy ich jetzt eben ihr Tourette Hero, Ben. Denn ich habe Tourette-Syndrom. Mann, war der schlecht. Level 9. Alles klar, ich geh da mal verrecken. Super. Wir haben einen Summoner gerade eben verloren, weil er disconnected ist. Das freut mich natürlich jedes Mal aufs Neue, wenn sowas passiert. Weil das ist ja wirklich Pussy-like. Ich hoffe, die bekommen dann auch ein paar Stunden Bann, wenn sie einfach leaven. Die Wichsbeutel. Und wenn man leaft, ist es dann automatisch ein Lose? Wäre nur fair, oder? Ah, fuck. Da klatscht er mich weg, Drecksack. Das sieht nach einem schnellen Lose aus. Auch nicht schlecht. Also für Aufnahmen sind diese schnellen, drastischen Spiele natürlich edel. Nochmal schnell einen weiteren Schuh geholt. Vielleicht kann ich hier noch ein paar Sekunden. Nee, sieht nicht so aus, oder doch? Doch, unser Ding ist noch voll geschützt. Und vielleicht können wir noch eine Welle zurückschlagen. Aber der Mate da oben ist erst Level 6. Das ist auch bitter. Und wir haben ja auch jemanden verloren. Ah, da ist er wieder da. Komm, ich gehe in die Botlane. Vielleicht kriegen wir da noch was. Nein, der Turm ist weg. Da rennt gerade jemand weg. Ich hab's gesehen, keine Sorge. Ah, meine Attacken sind noch nicht ausreichend aufgeladen, dass ich hier was machen könnte. Oh, Enemy Double Kill. Shit. Triple Kill! Oh, fuck! Wer eskaliert denn da oben ab? Warum habe ich jetzt so ein Schwert über mir? Was heißt das? Bestimmt, dass ich ganz arg gut bin, ne? Aber das wusste ich vorher schon. Ein dominierender Enemy. Ich gehe mal schnell hoch. Aber das sieht nicht gut aus hier. Scheiße! Skin hier, aber das Skin! Die hat mir echt einen Double-Kill gegeben. Die kleine winzige Truller da. Ich stand in unserem Heilbereich. Ich hätte fast noch gebumst. Da killt sie mich einfach. Lächerlich. Wow, wir stehen echt schlecht da hier oben. Okay, gut. Wir haben mit Fug und Recht verloren. Ja, das war eins auf die Nuss. Aber es kann ja nur noch besser werden, nächstes Spiel. Kommt am Donnerstag wieder in den Stream. Da werde ich wieder eine Runde League of Legends spielen. Also kommenden Donnerstag. Es wird direkt wieder ein Viewer-Game, so wie letztes Mal auch. Und was soll ich noch weiter sagen als bitte kackt nicht so viel in die Ecken.